ich würde mich auf jeden Fall da noch mal melden. Und irgendwie so machen wir das dann. Ich sag dir auf jeden Fall noch mal Bescheid. Ja, ich melde mich. Gut. Bis dann. Ciao. Entschuldigung, sind Sie ein Neuer? Ja, bin ich. Hallo, Benita Brückner. Ich bin die Rechtsanwältin Ihrer ehemaligen Lebensgefährtin Natascha Engel. Okay. Sie können sich vielleicht vorstellen, weshalb ich hier bin? Nein. Sie verlangen von Ihrer ehemaligen Lebensgefährtin angeblich noch ausstehende Raten aus einem Autokauf. Ja, aber wissen Sie, ich hab's echt eilig. Ich muss es los. Entschuldigen Sie. Am besten ist, Sie setzen sich mit meinem Inkassobüro in Verbindung und mit denen können Sie alles klären, okay? Das kann ich gerne machen, aber dazu müssen Sie mir dann einfach nur die genauen Kontakt- und Adressdaten dieser Firma geben. Hören Sie, Sie wissen doch ganz genau, dass es ein illegaler Verein ist, den Sie da von der Kette gelassen haben. Diese Leute wenden kriminelle Methoden an und tun alles, um ihre Identität zu verschleiern. Ja, aber ich muss jetzt los. Entschuldigen Sie bitte. Rufschädigung, Psychoterror. Wollen Sie das alles Natascha Engel und Nele zumuten? Und das, obwohl Sie ihr doch eigentlich die Raten schon erlassen hatten? Das war ein Missverständnis. Ich habe ihr lediglich einen Aufschub gewährt. Aber jetzt brauche ich die Kohle und habe keine Lust, ihr nachzulaufen. Ich kenne doch Natascha. Dann können Sie sich also nicht an einen mündlich abgesprochenen Schuldenerlass erinnern? Ich meine, immerhin hat Ihnen doch Frau Engel im Gegenzug die gemeinsam genutzten Möbel umsonst überlassen. Nee, also davon weiß ich wirklich nichts. Und jetzt, schönen Tag Ihnen noch. Sie machen sich strafbar, wenn Sie kriminelle Aktivitäten in Auftrag geben. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Dem Ex-Freund meiner Mandantin passt es offensichtlich überhaupt nicht, dass ich ihn zu dem von ihm beauftragten Inkassobüro befrage. Vielleicht hat Natascha Engel ja recht mit ihrem Verdacht, dass er gar nicht auf eigene Faust aktiv geworden ist. Vielleicht ist er ja wirklich angestiftet worden. Das muss ich auf jeden Fall rauskriegen. Aber vorher muss ich den Geschäftssitz dieser Firma in Erfahrung bringen. Denn nur so kann ich das Problem bei der Wurzel packen. Allerdings befürchte ich, dass es ziemlich schwierig werden wird. Denn bisher haben diese Leute erfolgreich alles dafür getan, um ihre Identität zu verschleiern. I'm capable of anything and everything. Make me your everything. Was gibt es denn heute Schönes zum Essen? Spaghetti und danach gibt's Eis. Wir können doch nicht jeden Tag Spaghetti essen. Warum nicht? Pass auf, die beiden spielen jetzt ein Spiel. Oh ja. Wer zuerst an der Haustür ist, darf bestimmen, was es zum Essen gibt. Mensch, Haya, hast du mich erschreckt? Was ist denn mit euch beiden los? Ihr seid ja ganz außer Atem. Wir haben ein Wettrennen gemacht und deshalb gibt's heute Spaghetti. Und ich gehe davon aus, dass du schneller warst als deine Mama. Hier, geh doch schon mal nach oben und schließ auf. Ich komme dann gleich nach, ja? Ja. Spaghetti, Spaghetti. Du, ich wollte es vor der Kleinen nicht sagen, aber da draußen ist ein Pizzataxi, was uns verfolgt. Echt? Nein, da ist keins. Maike hat mir von den Geldeintreibern erzählt. Warum lassen die dich denn nicht in Ruhe? Ich meine, die haben doch alles, was sie wollen, oder? Nein, leider nicht. Doch. Ich habe doch diese Schreinerrechnung bezahlt. Ja, und jetzt will mein Ex auf einmal Geld sehen und schickt mir die gleichen Geldeintreibern auf den Hals. Volkmar. Ja, für das Auto, was er mir vor einer Zeit lang überlassen hat. Das Auto hat er dir doch geschenkt, dachte ich. Ja, beweise das mal. Sag mal, du weißt nicht zufällig was davon. Also von der Forderung, meine ich. Nein. Naja, ich dachte, weil ihr doch mal so dicke wart, du und Volkmar. Ich hab Volkmar seit eurer Trennung nicht mehr gesehen. Aber sei doch mal ehrlich, das gleiche Inkassobüro? Eine Firma, die weder im Internet noch im Telefonbuch zu finden ist? Die arbeiten total anonym. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Vielleicht hast du ihm gegenüber ja diese Geldeintreiber erwähnt. Ich habe Volkmar nicht mehr gesehen. Aber wenn du möchtest, könnte ich mal mit ihm sprechen. Außerdem, ich habe auch noch was auf der hohen Kante. Nein, du mischst dich da bitte nicht ein. Ist das klar? Warum bist du denn so stur? Wie lange willst du dich denn noch terrorisieren lassen? Du hast eine kleine Tochter. Ich habe Nein gesagt. Und Volkmar hat überhaupt kein Recht auf das Geld. Ich hoffe, das sehen die Geldeintreiber genauso. Ja, ich habe ja eine Anwältin, die sich darum kümmert. Und du lässt mich jetzt in Ruhe. Scheiße. Also so, wie sich ihr früherer Lebensgefährte aufgeführt hat, glaube ich inzwischen auch, dass er was zu verbergen hat. Ja, sag ich doch. Der ist da nicht freiwillig drauf gekommen, dass ich ihm noch Geld schulde. Ach, der Hajo, der hat ihn darauf angesetzt. Ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Und es bringt auch nichts, irgendwelche wilden Spekulationen in den Raum zu stellen. Aber was soll ich denn sonst machen? Ich habe einfach Angst um meine Tochter. Wir müssen dieses Inkassobüro ausfindig machen. Denn dann können wir sie mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung in ihre Schranken weisen.
Ach, ich bin ja so doof. Ich habe ja ein Foto von ihnen eingemacht, als er bei mir in der Straße Lügen über mich verbreitet hat. Aha. Hier, gucken Sie mal, das ist einer von denen. Pizza Napoli. Sehr schade, dass das Autokennzeichen nicht drauf ist. Können Sie mir das trotzdem auf mein Handy schicken, bitte? Ja, mache ich. Danke. Also, ich habe ja mit diesem Schreiner, diesem Herrn Sauer, gesprochen und ihn gefragt, wie er eigentlich auf dieses Inkassobüro gestoßen ist. Und er sagte mir über eine Annonce in diesem Anzeigenblatt. Und ich habe da mal nachgeforscht und habe diesen Artikel tatsächlich gefunden, beziehungsweise diese Anzeige. Hier, schauen Sie mal. Ich habe den geschrieben und mich als potenzielle Kundin ausgegeben, aber leider noch keine Rückmeldung von denen erhalten. Ich halte das für durchaus möglich, dass sie sich ihre Auftraggeber erst mal ein bisschen genauer anschauen, bevor die sich melden. Inkassobüro Napoli. Probleme mit säumigen Schuldnern? Mit uns kommen sie an ihr Geld. Diskret und zuverlässig. 100%ige Erfolgsgarantie. Und wirklich nur eine E-Mail-Adresse. pizza.napoli@calabria.it. Bisschen komisch, weil Napoli, also Neapel ist ja nicht in Kalabrien, aber... Jetzt schau mal, was ich gefunden habe. Tierquälerin gesucht? Das sind ja Sie. Also sind die noch ganz bei Trost? Und der Wisch hängt an jedem Baum in der Straße. Ja, ist ja wohl klar, wer das war. Allerdings. Die sind bestimmt noch in der Nähe. Also die knöpfe ich mir jetzt mal vor. Sie bleiben bitte hier. Ich schaue nach. Und wenn die noch da sind, dann rufe ich sofort die Polizei. Das gibt's doch nicht. Nicht einschüchtern. Das habe ich euch doch gesagt. Lassen Sie sofort den Mann los oder ich rufe die Polizei. Was geht dich das überhaupt an? Ich bin die Anwältin von Natascha Engel. Der Name sollte Ihnen doch was sagen, oder? Sag dir der Name was, Alfie. Ach, Sie können sich noch so dumm stellen. Ich weiß ganz genau, dass Sie sich als Geldeintreiber illegaler Mittel bedienen fangen. Und wenn ich das richtig sehe, dann wäre jetzt wohl auch noch Körperverletzung dazu gekommen, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wir sind keine Geldeintreiber. Wir liefern nur Pizzas auf. Und du steckst deine Nase nicht in Dinge, die dir nichts angehen. Kapische? Also erstens mal kann ich mich nicht erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben. Und zweitens mal, ich habe keine Angst vor Typen wie Ihnen. Also, geh mal auf ihn. Danke. Aber ich glaube nicht, dass Sie sich davon beeindrucken lassen. Sie haben sie also auch angeklickt. Die terrorisieren mich schon fast 3 Wochen. Aber ich werde zahlen. Ich will einfach keinen Ärger. Schönen Tag noch. Ja, aber wollen Sie denn gar keine Strafanzeige erstatten wegen der versuchten Körperverletzung? Ich stehe Ihnen doch als Zeugin zur Verfügung. Nee, danke. Den Stress tue ich mir nicht an. Immerhin hat sich dieser junge Mann nicht einschüchtern lassen. Und dass sich ein Schuldner von diesen Bedrohungen nicht beeindrucken lässt, das sind die Geldeintreiber offensichtlich nicht gewöhnt. Deswegen sind sie auch handgreiflich geworden. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer diese Leute sind, aber inzwischen habe ich wenigstens das Autokennzeichen von Ihnen. Ich werde jetzt noch mal mit dem Ex-Freund meiner Mandantin sprechen. Der kann doch keinesfalls wollen, dass Natascha Engel und Nele solchen Leuten ausgeliefert sind. Okay bei Ihnen. Ah! Scheiße! Lassen Sie mich endlich in Ruhe! Sind Sie verrückt? Ich habe nur eine Pizza für Ihren Nachbarn. Ach, Sie sind gar nicht vom Inkassobüro Napoli? Pizzeria San Marco. Ich komme Sie dazu, mich anzugreifen. Oh Gott, das tut mir wirklich leid. Kommen Sie mit, ich wasche Ihnen das raus. Nein, passen Sie das nächste Mal gefälligst auf. Es tut mir wirklich leid. Ich habe Sie verwechselt. Ich werde nämlich bedroht. Mir doch egal.
Herr Neuer? Ich habe Ihnen doch schon 100 Mal gesagt, dass ich nicht mit Ihnen sprechen möchte. Ja, dann sollten Sie schnell hinter sich bringen. Also, woher hatten Sie den Kontakt mit diesem Inkassobüro, das Sie meiner Mandantin auf den Hals gehetzt haben? Ich bin Ihnen keinerlei Rechenschaft schuldig, wirklich. Jetzt passen Sie mal auf, ich bin gerade Zeugin geworden, wie diese Leute Gewalt angewandt haben, um an ihr Ziel zu kommen. Haben die Natascha irgendwas angetan? Nein, aber einem jungen Mann, der sich ihren Forderungen widersetzt hat. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Leute auch die Geduld mit Natascha Engel verlieren. Hören Sie, Sie haben Natascha und ihre Tochter Nele in erhebliche Gefahr gebracht, dadurch, dass Sie diese Leute auf Sie angesetzt haben. Bedeutet Ihnen Nele denn überhaupt nichts? Nele ist nicht von mir. Ja, das weiß ich. Aber Sie haben doch immerhin fast 2 Jahre mit dem Kind unter einem Dach gelebt. Da muss es Ihnen doch ans Herz gewachsen sein. Bitte, Sie müssen diese Leute zurückpfeifen. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass die gleich so rabiat zur Sache gehen. Ja. Und warum kommen Sie dann jetzt auf einmal mit dieser Forderung an? Und dann ausgerechnet mit diesem Inkassobüro? Sie sind doch nicht durch Zufall auf dieses Inkassobüro Inkasso Napoli gekommen. Da hat Sie doch irgendjemand drauf aufmerksam gemacht. Schließlich ist es genau das gleiche Inkassobüro, mit dem meine Mandantin schon kurz zuvor unter Druck gesetzt worden ist. Hören Sie, ich melde mich bei denen und sage denen, sie sollen die Forderung zurückziehen. Ganz einfach. Ja, ist schon mal ein ganz guter Anfang. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Schlägertypen sich einfach so zurückpfeifen lassen. Ich kläre das schon. Ich rufe das gleich mal an. Neuer hier, hören Sie, meine Forderungen bezüglich Frau Engel, die ziehen Sie bitte sofort zurück. Weil es mir nicht passt, wie Sie Ihre Forderungen durchsetzen. Das ist mir egal. Nein, Sie bekommen keinen Cent von mir. Lassen Sie Frau Engel und mich einfach zufrieden, ansonsten rufe ich die Polizei. Auf Wiederhören. Und? Ja, die bestehen halt noch auf ihr Honorar über 1800 Euro. Mei. Sonst noch was? Also, soweit ich weiß, haben die gar keine Grundlage, um dieses Geld in Anspruch zu nehmen. Nach den Informationen des anderen Gläubigers fällt ein Honorar erst im Erfolgsfall an. Ja, sie bekommen ja auch keinen Cent von mir. Wie konnten die Idioten mich auch auf solche Leute einlassen? Ja, das frage ich mich auch. Und ich frage mich, woher sie die Telefonnummer von diesen Menschen haben. Immerhin melden sie sich doch normalerweise immer nur per E-Mail, oder? Ja, schon. Aber die haben mich mal angerufen, um den Auftrag zu bestätigen. Könnte ich die Nummer dann bitte haben? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wieso? Spricht da irgendwas dagegen? Endlich konnte ich Herrn Neuer davon überzeugen, die Geldeintreiber zurückzupfeifen. Und auch bei meiner Suche nach diesem Inkassobüro bin ich einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Jetzt habe ich nämlich nicht nur das Autokennzeichen, sondern auch die Telefonnummer dieser Leute. Und ich bin mir sicher, damit kann ich sie ausfindig machen. Aber das mache ich jetzt nicht alleine, sondern mit Hilfe der Polizei. Guten Tag, Frau Engel. Ach, guten Tag. Grüß Sie. Guten Tag. Wollen Sie vielleicht was trinken? Ein Espresso oder so? Oh ja, gerne. Ein Espresso wäre super, wenn Sie nicht zu viel Mühe macht. Nein, nein, gar kein Problem. Oh, das wäre toll. Ich wollte Ihnen noch mal kurz davon erzählen, dass ich mit einem Polizeibeamten gesprochen habe, den ich ganz gut kenne. Und der hat netterweise die Kfz-Zulassung und auch die Nummer überprüft. Beide Hinweise führen zu einem Giuseppe Martino, dem Inhaber einer Pizzeria. Einer echten Pizzeria? Ich dachte, das ist nur so eine Masche von denen. Ich war auch überrascht. Ich habe dann noch weitere Erkundigungen eingeholt über diesen Martino und herausgefunden, dass er vorbestraft ist. Genauso wie einer seiner Söhne. Das wundert mich nicht. Ich bin jedenfalls mal gespannt, ob die in dieser Pizzeria wirklich Pizzen backen oder ganz andere Brötchen. Klasse, danke schön. Denn ich habe natürlich schon den Eindruck, dass diese Pizzeria eigentlich nur eine Tarnung für diese Geschäfte mit den Geldeintreibungen dient. Aber bin ich denn jetzt wenigstens sicher vor denen? Das werden wir sehen. Also die Polizei habe ich schon informiert und wir fahren jetzt auch gleich zu dieser Pizzeria. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass angesichts der neuen Beweislage der Ermittlungsrichter einer Hausdurchsuchung zugestimmt hat. Das kann ich nicht mehr widerstehen. Jetzt muss ich endlich mal probieren. Oh, der Espresso ist echt richtig gut. Dankeschön. Nur leider fehlen mir dafür die Kunden. Das wird schon. Vertrauen Sie mir. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das können Sie. Wir hätten gern Giuseppe Martino gesprochen. Der ist in Sizilien. Seine Söhne schmeißen den Laden. Dann würden wir gerne mit denen sprechen. Die sind gerade auf einem Geschäftstermin. Dann rufen Sie sie bitte an. Wir haben hier nämlich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss.
Die Polizei ist hier, die wollen alles durchsuchen. Natale, c'è la polizia. Cosa devo fare? So, bitteschön. Schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Diese Akte haben die Geldeintreiber von Ihrer Mandantin angelegt. Okay. Auftraggeber Volkmar Neuer. Das ist der Ex-Freund von meiner Mandantin. Hier bei Kontakten steht neben seiner Nummer noch eine zweite. Ein Firmenhandy vielleicht? Keine Ahnung. Am besten wir rufen da einfach mal an. Ich bin schon gespannt, wer sich da meldet. Ich kläre das vorher mit der Dienststelle ab. Bei möglichen Tätern sichere ich mich vorher ab. Okay. Eigene Akte. Geschafft. Feierabend. Mhm. Und weit und breit kein Pizzabote in Sicht. Sieht aus, als würden die dich endlich in Ruhe lassen. Ach, jetzt müssen nur noch die Kunden wiederkommen. Gerade mal 4 heute. Und 2 davon waren auch nur Touristen. Ach, die kommen schon wieder. Wenn sich erst mal rumgesprochen hat, dass an diesen ganzen fiesen Behauptungen überhaupt nichts dran war. Und dafür sorge ich persönlich. Ach, ich hoffe, du hast recht. Sonst muss ich meinen Laden doch noch dicht machen. Mensch, allein der Gedanke, dass dann alles der Bank gehört. Also, bevor das passiert, würde ich deinen Kaffee vielleicht übernehmen. Du würdest meinen Laden übernehmen? So schlecht, wie der läuft? Ja, befreie dich doch von dem Ballast. Fang irgendwo anders neu an. Ja, aber hast du denn überhaupt so viel Geld? Ich habe ein bisschen was gespart. Hallo, Maike hier? Maike Frei hier, hallo? Hallo? Warum sagen Sie denn nichts? Bist du das? Wenn du mich hören kannst, ich bin im Café. Aufgelegt. Wahrscheinlich verwählt. Sag mal, was du gerade gesagt hast. Also, dass du mein Café übernehmen würdest. Vergiss es. Das habe ich nur so dahingesagt. Na, dann schieße ich ab. Hey, raus hier! Maike, ruf die Polizei! Was wollen Sie hier? Mein Ex-Freund hat die Forderung gegen mich zurückgezogen. Halt die Schnauze. Von dir wollen wir gar nichts. Aber von deiner Freundin. Ruf deinen Lover an. Jetzt gleich. Er soll unsere 1.800 Euro mitbringen. Aber was? Machen wir gleich 2.000 draus. Wegen der Unannehmlichkeiten. Ein Lover? Maike, was ist hier los? Ich muss ja schon sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass die zweite Telefonnummer Maike frei gehört. Tja, so kann's gehen. Ja, Moment mal. Das ist doch der Wagen von den Geldeintreibern. Von wegen Geschäftstermin. Aber sagten Sie nicht, dass der Gläubiger die Geldeintreiber zurückgepfiffen hat? Ja, schon. Aber ich schätze mal, dass diese Schlägertypen sich nicht einfach so zurückpfeifen lassen. Die wollen ihren Anteil. Okay. Ich pack's nicht. Du und Volkmar? Du bist der Grund, warum Volkmar mit mir Schluss gemacht hat? Dann hast du ihn auch von den Schuldeneintreibern erzählt. Wir wollten, dass du Panik bekommst, dass du endlich abhaust. Ist das so schwer zu verstehen? Die sind bewaffnet. Dann halten Sie sich bitte zurück, okay? Gerne. Polizei, die Waffe weg! Schön langsam hinlegen! Hinlegen! Ganz langsam! Hinlegen, habe ich gesagt! Und umdrehen, umdrehen, umdrehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und beweg dich. Und raus hier. Oh, Frau Brückner, gut, dass Sie hier sind. Meine angeblich beste Freundin und mein Ex! Ich weiß schon. Die beiden haben gemeinsame Sache gemacht. Ich denke, Sie schulden Ihrer Freundin eine Erklärung. Das mit dem Frühstückscafé, das war von vornherein meine Idee. Eigentlich ist das mein Laden hier. Du schnappst dir meinen Freund? Und dann willst du auch noch mein Café? Als klar wurde, dass Frau Engel das Café nicht halten kann, da hat Herr Neuer Ihnen angeboten, das Café für Sie zu übernehmen, oder? Aber so einfach ging das ja nicht. Denn es musste ja schließlich klar sein, dass Frau Engel gezwungen war, das Café zu verkaufen, nicht wahr? Als diese Geldeintreiber hier aufgetaucht sind, sahen Sie Ihre Chance.
Nur dummerweise ist Ihnen dann Hajo Kowalski in die Quere gekommen, indem er die Schulden von Frau Engel bezahlt hat. Und da brauchten Sie natürlich eine neue Forderung und sind zu Volkmar gegangen. Wie sind Sie eigentlich an die Leute von diesem Inkassobüro rangekommen? Ein Bekannter von mir, der wusste, wie man die Jungs erreichen kann, und er hat es mir gesagt. Wissen Sie was, das ist unglaublich. Sie hetzen ihrer besten Freundin brutale Schlägertypen auf den Hals, um sich ihr Kaffee unter den Nagel zu reißen. Das ist das Letzte. Natascha, es tut mir so leid. Ich möchte dich nie wiedersehen. Raus hier! Natascha! Verschwinde aus meinem Laden! So, und um Sie kümmere ich mich jetzt. Danke. Mir tut es so leid, dass ich Hajo so schlecht behandelt habe. Mensch, ich war so ihm gegenüber so misstrauisch und abweisend. Dabei wollte er mir nur helfen. Warum gehen Sie denn nicht einfach zu ihm und erklären ihm alles? Oder warum nehmen Sie nicht einfach doch seine Essenseinladung an? Dankeschön. Die Martinos erwartet ein Strafverfahren. Und mit dem Inkassobüro ist jetzt auch erstmal Schluss. Allerdings ist das Geschäft mit geprellten Gläubigern ein viel zu lukratives. Es wird immer wieder Menschen geben, die sich dafür bezahlen lassen, gegen Drohungen Geld einzutreiben. Die Freundschaft zwischen meiner Mandantin und Maike Frey dürfte auch für immer zerstört sein. Und auch ihr früherer Lebensgefährte hat sich mehr als schäbig verhalten, auch wenn er dafür rechtlich nicht zu belangen sein wird. Ich bin jedenfalls froh, dass Frau Engel und Nele in Zukunft angstfrei leben können werden. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass ihre Gäste bald wieder in das Café zurückkommen werden.